Und hier ein bombastischer Koi aus dem Naturteich. Shinmai, da schauen Sie das Weiß an, schauen Sie das Rot an, schauen Sie den Glanz an, die Körperstruktur, auch wieder ein hoher Koi. Auch einer, der jetzt erst von Makoto ausselektiert wurde. Und hier wirklich toll zu sehen, was er kann. Auch die Zeichnung ist gut. Und wenn solche Koi dann kurz bevor die Koi in den Naturteich gehen, ausselektiert werden, ist das eigentlich nur ein Spiegelbild dafür, dass die Zucht hervorragend war. Wie groß war er, Carina? 51. Sie ist meine Videoassistentin heute. Das Lächeln mal. Carina lächelt nicht. Jetzt lächelt sie wieder. So, also, sehr geiler Kohaku. Meine persönliche Empfehlung, was auch immer das heißen mag.